So, dann wünsche ich hiermit allen einen guten Appetit und fröhliche Weihnachten. Guten Appetit, ihr Nervensägen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Davon gehe ich nicht aus, aber naja. Warum hast du dir denn so wenig genommen, Luis? Ich habe vorher schon gegessen. Konnte mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das hier gut wird. Also hör mal, ich gebe mir immer große Mühe. Das ändert trotzdem nichts am Geschmack. Ja. Naja, auf einen besinnlichen Abend. Der war gut. Ja, der war wirklich gut. Ich bin schon gespannt, wie viele Minuten es dauert, bis der erste Streit ausbricht. Boah, oh Gott, ist der Braten trocken. Hm? Was hast du denn damit gemacht? Ihr stellt euch aber auch wirklich immer an. Womit habe ich nur so eine meckrige Familie verdient? Hm. Oh, der Kohl schmeckt aber auch nicht gerade besser, Papa. Nee, der schmeckt total nach Essig. Ach so, ja, da habe ich mich ein bisschen in der Menge vertan. Ein bisschen? Na ja, gut. Naja, aber wenn ihr beiden zusammen kocht, kann man schon froh sein, wenn die Küche nicht explodiert. Also. Das stimmt. Mach doch mal etwas Weihnachtsmusik an, Renate. Mach ich. Ach ja. Wer hätte gedacht, dass wir hier heute Abend so friedlich sitzen, huh? Nachdem wir uns heute Morgen fast für eine Scheidung entschieden hatten. Tja, ich jedenfalls nicht. In meiner Vorstellung bist du schon ausgezogen. Wie viel Platz ich dann auf einmal hätte. Wie viel ruhiger mein Leben auf einmal wäre. Vielleicht wäre es ja langsam wirklich mal an der Zeit. Ach, euer Gestreite kann nämlich kein Mensch mehr ertragen. Wo du recht hast, hast du recht. Dass wir davon ein Trauma davon tragen, ist ja jetzt schon klar. Ich glaube, ich mache die Musik noch etwas lauter, dann muss ich euer Gelaber nicht ertragen. Oh, mir ist irgendwie schlecht. Tja, vielleicht hättest du gestern Abend nicht noch bis 12 Uhr nachts auf dem Weihnachtsmarkt sein müssen, ha? War ich ja gar nicht. Denkst du etwa, ich hätte nicht gemerkt, dass du viel zu spät nach Hause gekommen bist und anschließend deinen Teppich mit Feuerzangenbowle vollgekotzt hast? Ist mir auch schon mal passiert. Toll. So, Zeit für die Bescherung, oder? Ja, lasst uns anfangen. Schade, dass der Weihnachtsmann nicht mehr kommt. Früher war das immer so aufregend. Ach ja, der Harald, das war wirklich immer ein netter. Woher kennst du denn seinen Namen? Der war doch immer von irgendeiner Firma engagiert, oder? Tja, ich habe mich damals halt mal etwas intensiver mit ihm unterhalten. Ich kann mir schon vorstellen, was für eine Art von Gespräch das war. Ja, dann lasst uns doch mal rüber zu den Geschenken gehen, oder? Das machen wir. Ja, ich freue mich schon auf die ganzen Geschenke, die ich mit meinem Geld finanziert habe, weil ich euch Taschengeld zahle. Super. Und ich freue mich auf eure Geschenke, die ich alle umtauschen werde, weil ihr einfach alle keinen Geschmack habt. Deswegen verschicke ich immer direkt die Produktlinks, dann kann das nicht passieren. Das macht das Ganze natürlich total persönlich. Allerdings. Und ich hoffe, du verwechselst nicht wieder mein Geschenk mit dem deiner Sekretärin. Nee, nee, du. Das passiert mir nicht nochmal. Dann wollen wir mal. Wuhu. Jetzt geht das Gefetz erst richtig los, ha? Huh?